Im Oktober 2018 planen die Vereine Hertha BSC und der SV Babelsberg 03 ein Freundschaftsspiel in der Länderspielpause. So soll es also am 11. Oktober im Karl-Liebknecht-Stadion zu besagtem Duell kommen. Keine der beiden Fanszenen ist öffentlich im Stadion aktiv, geschweige denn supportet ihre Mannschaft. Jedoch ist zu erwähnen, dass Szenepersonen aus beiden Lagern vor Ort sind. So nimmt das Spiel seinen Lauf und die alte Dame kann den Underdog mit 1:4 besiegen. Bereits gegen 19.30 Uhr ist die Partie vorbei und auch mehrere Stunden danach bleibt soweit alles ruhig. Gegen 0.30 Uhr kommt es jedoch unweit des Stadions in Potsdam-Babelsberg zu einer handfesten Auseinandersetzung. So laufen rund 40 Sportler von Berlin Blau durch die Straßen Babelsbergs und suchen nach Heimfans. Gezielt wird eine Kneipe namens Novabis in der Großbärenstraße angelaufen, wobei es sich laut Hörensagen um das Szenelokal der 03-Fans handelt. So steht der Gewaltmob vermummt vor der Gaststätte und bittet Babelsberg darum, doch mal vor die Tür zu kommen. Nachdem die Jungs dem Vorschlag der Herthaner nicht nachkommen, wird also versucht, sich selbst Zutritt zum Lokal zu verschaffen. So fliegen jetzt Stangenflaschen und sogar einzelne Fahrräder gegen die Scheiben der Kneipe, welche im Anschluss zu Bruch gehen. Nachdem Einzelpersonen von Blau-Weiß nun in die Tür gehen, wird man ebenfalls mit einem Glas- und Flaschenregen begrüßt. In Anbetracht der Tatsachen, dass kein richtiger Faustkontakt entsteht, müssen sich die Berliner in den Folgeminuten wieder zurückziehen. 14 Personen werden kurz darauf von einfahrenden Staatsdienern vorläufig festgenommen. Ein Babelsberger erlitt aufgrund eines Flaschenwurfes seitens der Herthaner schwere Gesichtsverletzungen. Bei der Gruppe an Hertha-Fans handelte es sich nach Polizeiberichten zufolge um Mitglieder der Gruppierung Kaliber 030. Für mehr Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.